Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Sind wir jetzt schon in O4? Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, wir sind jetzt in einem anderen Land. Werden wir dann gleich sehen, wenn wir die Zeit haben, uns die Karte anzuschauen. Aber jetzt müssen wir erstmal aus dieser misslichen Lage hier rauskommen und die Gegner platt machen. Okay, der hat anscheinend keinen richtigen Bock und teleportiert sich einfach immer weg. Einer weniger. Geil, hat er gerade irgendeinen Zauber genutzt und damit seine eigenen Leute kaputt gemacht. Da, wir müssen erst die Kleinen platt machen, bevor wir uns um den Magier kümmern können. Gerne erstmal den hier platt machen, bevor ich mich mit den ohne mit Schild kümmere. So. Alter, was? 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 Ach du Scheiße! Die Gegner waren eigentlich ziemlich einfach und ich hatte leider nichts zum Wiederbeleben. Oh. Jetzt muss ich wieder eine Stunde warten. Aber was war denn das für eine krasse Wendung? Also, dass das wirklich ein verwunschener Mensch ist, diese Kröte, habe ich mir fast gedacht, aber dass es dann direkt ein Prinz aus O4 ist und wir dann ihn aufsehen direkt umgebracht haben. Und hätten die mal eher quasi auftauchen können in Oxford, dass wir mit ihnen reden können und dass wir das klären können und vielleicht Mittel finden, um die Kröte wieder in den Menschen zurückzuverwandeln? Nee, die kommen natürlich erst, wenn ich den Bauch aufgeschlitzt habe und platt gemacht habe. Aber was für ein nerviger Scheißkampf mit der Kröte. Wir haben es trotzdem beim ersten Mal geschafft. Dann jetzt hier diese Wendung, dass wir dann mit dem Schiff fahren, dass es dann untergeht. Habe ich mir fast gedacht, dass wir dann in O4 landen, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Magier macht gut Damage. Wir werden wahrscheinlich auch viel Schaden nehmen, weil wir ja keine Rüstung anhaben. Mund halten und kämpfen. Alter, die sind schon wieder fast tot. So, konzentrieren wir uns mal. So, jetzt bitte nicht direkt wieder sterben. Okay, jetzt können wir auch schon mal nicht blocken. Schön, wir haben erst die Kröte als Bossfight. Da haben wir quasi noch einen Bossfight. Direkt danach. Wir können einmal angreifen und dann macht er halt fette Action. Ich werde mal Art nehmen. Okay. Ja, schon wieder vergiftet, sehe ich gerade. Scheiße. Ach, weißer Honig haben wir noch ausgerüstet. Ey, das gibt's doch nicht.
Ey! Toll, toll! Geil! Aber der Kampf ist richtig schwer. Wir können ihn genau einmal treffen, danach müssen wir den Kampf abbrechen, den Angriff, weil dann sind wir da gestunt und er macht einen Konter und wenn wir einmal in diesen blöden Sandsturm reingeraten, in diesen Wirbelsturm, dann sind wir scheinbar auch direkt tot. Krasser Kampf. Wir machen zwar mehr Schaden als gegen die Kröte, aber wir können halt immer nur einen Schwertstreich quasi landen. Art scheint auch nicht zu funktionieren. Wahrscheinlich funktioniert gar nicht so richtig. Vielleicht ein bisschen Schaden mit Igni, aber... Puh, im Großen und Ganzen, vielleicht hätte ich mal meine Bomben einsetzen sollen, weil die können wir auf Distanz verwenden. Werde ich jetzt mal probieren. Die Händler auf Skellige verkaufen Karten die einzelnen Inseln des Archipels, der einzelnen Insel des Archipels, damit sind Schnellreisen zu bestimmten Wegweisern auf diesen Inseln möglich, auch dann, wenn du noch nicht da warst. Okay. So, wir konzentrieren uns, machen zuerst die einzelnen Platten, dann nehmen wir die Bomben für den Magier, dass wir ein bisschen aus der Distanz angreifen können. Mal gucken, ob das funktioniert. Ach so, jetzt müssen wir ja erstmal, na, wir können ja erstmal die Bomben vielleicht für die hier nutzen. Es ist noch nicht zu spät, sich zu entwickeln. Danke. Weniger. Okay, jetzt stellen wir uns ein bisschen besser ein in dem Kampf. Noch einer weniger. Noch einer weniger und jetzt nehmen wir mal die coolen Bomben. Oh, fuck. Okay, aber da ist nicht so schnell, wenn wir da einfach ein bisschen rumrennen, löst er sich gleich auf, hoffe ich. Oh Gott, wir haben fast keinen Schaden gemacht, glaube ich. Okay, scheint nicht so richtig geil zu funktionieren. Hau die doch mal dahin, wo der steht. Geil, wurde einfach abgeblockt. Okay, scheint gar nicht zu funktionieren mit diesen... mit diesen Bomben. Wir müssen halt wirklich ran, einmal angreifen, abbrechen. Viel zu weit wieder mal. Ey, sag mal! Reiß dich mal zusammen! Alter, nicht viel Energie, aber treff den erstmal. Nein, nicht da reingehen, nicht da rein, nicht da rein! Boah, das war knapp. Oh, darf ich auch mal wieder angreifen? Wir machen wenigstens Blutungsschaden, dass er wenigstens ein bisschen auf Zeit auch Energie verliert. Och nein! Komm raus! Wir haben es sogar überlebt, krass. Aber jetzt werden wir halt nicht nochmal geheilt, wenn das wieder passiert.
können nur einmal angreifen, egal was ich mache, es ist so zum Kotzen. Boah, leck mich, ey! Was für schwere Kämpfe. Oh, verblute, du Schwein! Verblute, verdammt nochmal! Oh, war so klar, dass er den wieder macht. Wir werden auch nichts zu essen mehr haben nach dem Kampf, habe ich das Gefühl. Tch, 79 Schaden machen wir, aber die anderen bringen auch nichts. Ja, mach den Dreck wieder. Den alleine zu treffen ist schon total schwer. Sehe ich schon, komm, kurz bevor er stirbt, macht er seinen Sturm, während ich drin stehe. Come on, noch einmal treffen, dann sollte eigentlich das Verbluten reichen. Ah, sagt ein Sturm wieder, das ist schon mal gut, weil dann stehe ich nicht da und bis er den nächsten Sturm macht, das dauert. Ich glaube noch ein, zwei Mal, ah, zwei, dreimal treffen und dann ist er auf jeden Fall tot. Oder reicht das eine sogar? Nicht gut. Na? Ne, einmal müssen wir noch. Wurde Zeit, ey! Meine Fresse, krass! Erst die Kröte, jetzt der Typ. Aber wir haben es geschafft, aber es waren trotzdem gute Kämpfe. Soll ja auch schwer sein. Goldener Becher. Brief eines ophirischen Händlers. Wieso kann ich jetzt eigentlich plötzlich die Sprache wegen dem komischen Mal in meinem Gesicht? Wahrscheinlich, oder? Ferner, Ferner, Perner oder wie auch immer man dich nennt. Ich habe keine Ahnung, warum der höchstgnädige Kronmagier Ahmad gerade dich als unsere Kontaktperson auserkoren hat. Das Argument, dass du als Nordling dieses Land am besten kennst, finde ich nicht gerade überzeugend, da Erden genauso viel mit Redanien zu tun hat wie Serikanien mit Ophir, nämlich gar nichts. Da aber die Wünsche seiner Gnädigkeit nicht in Frage zu stellen sind, ersuche ich dich, ihm diese Nachricht zu überbringen. Wir haben unser Lager in der Nähe des Dorfes Brunmich aufgeschlagen. Gemäß der vom Hofe und seiner Gnädigkeit erhaltenen Befehle geben wir nun Wissen und Wahn an die örtliche Bevölkerung weiter. Traurig darüber, dass ich ihre geistige Fähigkeiten nicht richtig eingeschätzt hatte, möchte ich erneut darum bitten, zu einer größeren städtischen Ansiedlung reisen zu dürfen, wo man unser Wissen und unsere Erfahrung eher zu schätzen weiß. Mit freundlichen Grüßen, Dulag Amani. So, da ist jetzt diese... Wir looten erstmal alles. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier auch irgendwann unsere Sachen wiederfinden. Oder sind die Sachen einfach in unserem Inventar? Ich hätte sie also einfach nur anlegen müssen, oder was? Das ist ja geil. Warum sagt mir das keiner? Stimmt, Hose und Schuhe hatten wir ja noch einen. Es war nur die... Die Rüstung, die gefehlt hat. Aber schön, dass ich das, dass ich Idiot das halt nicht vorher mal nachgeguckt habe in Inventar und die einfach angelegt habe. Dann wären die Kämpfe wahrscheinlich deutlich einfacher geworden. Aber okay, Dummheit muss bestraft werden. Silberschwert ist auch nicht angelegt. Müsste dann wohl das hier sein, oder? Plus 40. Und ist es das hier? Das hier ist es, ne?
Ich glaube, jetzt haben wir alles Wichtige wieder. Fehlt irgendwas? Können wir welche Bolzen reinmachen? Ja, ich glaube, das. Nee, Handschuhe fehlen noch. Handschuhe. So, jetzt haben wir aber alles. Schöne Pen. Ach nee, wir sind ja immer noch in Novigrad. Wir sind halt einfach nur irgendwo gelandet. Krass. Triff dich um Mitternacht an der Kreuzung unter den Weiden mit dem Spielmeister. Alles Bingo Bongo. So weit waren wir also doch noch nicht weg, wie ich gedacht habe. Schade eigentlich. Naja, es gibt jetzt hier auf jeden Fall noch ein Fragezeichen, was ich dann lösen kann. Looten wir aber erstmal die Leichen weg. Die kommen ja aus fremden Lande. Wer weiß, was die mit sich führen. Und dann gucken wir uns nochmal die. Ne? Dann gucken wir uns nochmal das Schiff an. Schade, dass mein Kollege da mit mir geredet hat auf dem Schiff, dass der einfach mal gestorben ist, ertrunken und dann halt den Kopf abgeschnitten. Einwandfrei. Wer hatte denn den Kopf eigentlich bei sich? Findet man ihn noch durch Zufall? Ich weiß gar nicht, aber ich dachte, der Chef hatte den. Aber man sieht ihn nicht. Vielleicht liegt er auch auf der Seite, wo der Kopf ist. Keine Ahnung. Durchsuchen wir mal die Überreste vom Schiff. Ich will dieses verdammte Vitriol mal finden. Ah, Alkohol heißt. Draht. Nein, kannst du geschenkt lassen. Kommen wir hier noch irgendwie rein in das Schiff? Oder drauf, besser gesagt? Thema Unterhändler. Was soll das sein? Schwert? Hallo? Ich will hier rein, ist da blöd? Geralt, was machst du denn da, Alter? Wusste ich doch, dass wir hier noch Sachen einsammeln können. Oder wir schwimmen halt einfach. Mehr, komm. Ist geil, wie das noch knarzt. Sehr schön. Altes Schafsfell, bisher nur Schrotte drin gefunden. Meisterwaffenreparatur, das ist gut, davon hat man nämlich keins mehr. Vierische Stiefel, brauche ich glaube ich alles gar nicht. Scheiß drauf. So. Ja, wirklich geil, es war bisher nicht. Das Waffenreparaturset war ganz okay, das ist gut. Hier noch mehr? Ich glaube nicht. Ne. Okay, hier war irgendwo ein Fragezeichen. Ist das auch aufgetaucht in Hearts of Stone oder haben wir das einfach ver. Ne, das haben wir bestimmt nicht übersehen. Ich habe doch kein Fragezeichen übersehen. Ne, das wird schon wieder dazugehören. Zu Hearts of Stone. Gucken, ob ich irgendwie hinkomme. Sind wir da jetzt eigentlich auch in der Nähe von den Jade-Dingern? Ich dachte, ne? Waren die nicht irgendwo hier? Ich glaube, irgendwo hier waren noch die Jade-Stellen, wo man das abbauen konnte. Müssen wir da mal schauen, wenn ich dran denke. Wir müssen bestimmt zu dem Turm da gehen. Verlassene Städte. Trunkener. Ah, Kranichskap. Kommt mal her. Ich muss euch umbringen. Schrumpf! Sumpfschrull ist auch dabei, aber ist ja gar kein Sumpf. Fuck, ich sehe nichts. Mann!
mal ein bisschen aufgeräumt. Mach's gut. Mal gucken, ob... Ja, kommt erstmal wieder, meine guten Freunde. Die Fischer und war da nicht noch eine... Ach nee, es war ein Turm, es war keine Mühle. Okay, die Fischer kommen wieder. Drei Männer. Zufrieden schaut sich Geralt sein Werk an. Das Wasser auf jeden Fall. Sind wirklich nur drei Typen gewesen? Nee, das sind eins. Doch, das sind drei. Einer angelt am Strand. Ich würde sagen, da wird er keinen Fisch fangen, aber egal. Der andere guckt aufs Meer und einer angelt auf dem Boot. Nice. Hat sich doch gelohnt. Ach ja, wir sind ja im... Wir sind doch aufgestiegen. Wir haben jetzt einen Punkt mehr. Worein haben wir es gepumpt? Ach ja, genau. In Konter haben wir es erstmal gepackt. Das war es dann ja auch. Halt. So. Maximale Stufe. Ich habe keine Ahnung, was ich dann als nächstes nehmen werde, aber ist egal. Und warum ist das jetzt rausgenommen? Verkrüppelnde Schläge. Sehr gut. Ich glaube, das waren die Überreste der Sumpfschrulle. Können die eigentlich auch mal irgendwie Vitriol droppen? Ich glaub's fast nicht, aber... Ich hab halt auch keine Ahnung, wo ich das herbekommen soll. Das war ein Kaufmann. Sei gegrüßt. Ich hab da wohl gar nicht angezeigt, war Karte als Kaufmann. Ich würde mir... Ich brauch Vitriol, verdammt nochmal, besorg mir das, du bist doch ein Kaufmann. Ah, kleine Igni braucht eigentlich nicht unbedingt. So, er hat... Oh, er hat überhaupt nichts an Kohle, ey. Das kann man komplett vergessen. Sind die Sachen nicht teuer? Ah, da wurde nicht nee, als Kaufmann angezeigt auf der Karte, oder? Ah doch, da oben kann man es sehen. Jetzt ist er aber auch direkt woanders. Okay, interessant. Armer Städter. Der merkwürdige Geräusche macht. Granichskap. Der Leuchtturm am Granichskap weist seit Jahrhunderten Schiffen den sicheren Weg von Kofir und Pofis zum Hafen von Novigrad. Na, dann gehen wir mal da rein. Aber ich glaube, in dem waren wir schon drin. Oder es gab einen ähnlichen. Ja, wir waren auf jeden Fall mindestens einem Leuchtturm. Ich gucke noch, was es hier drin gibt und nehme nur die interessanten Sachen mit. Bin mir relativ sicher, dass wir schon mal drin waren. Aber es kann natürlich sein, dass da jetzt auch neue Sachen drin sind. Wenn das hier eingebaut wurde. Ich meine, wir hatten ja auch diese Markierung noch gar nicht. Also die Wegmarkierung, dieses... dieses Schild. Neumondrüstung, Relikt, was? Ist auf jeden Fall schon mal besser. Keine wieder. Ich habe glaube ich noch kein einziges Mal eine Rüstung mit Vitalitätsbonus gefunden. So, Schmetternresistenz ist besser, Aufschlitzenresistenz ist sogar deutlich besser, kritischer Trefferbonus ist besser, kritischer Trefferchance ist besser, Bonusgold. Aber plus 39, nicht die Vitalität als Bonus, ich weiß nicht so richtig. Aber sieht halt schon deutlich geiler aus in dem Schwarz, ne? Ich glaube alleine, die ist ja in manchen Sachen schon besser, außer halt eine Vitalität zum Beispiel. Ich glaube, ich nehme sie, sieht einfach viel geiler aus bei Geralt. So, jetzt haben wir noch eine große Igni, wie es aussieht. Eine kleine. Ja, also es passt einfach viel besser zu Geralt, sieht sehr geil aus. Scheiße, ich kann nicht rauszoomen, wir müssen irgendwo anders hin. Hallo? Scheiße, wir hängen jetzt nicht mehr. Ich finde zwar insgesamt die... Das hatte ich glaube ich auch bei Witcher 3 mal angesprochen gehabt. Dies insgesamt... na, wie sagt man? Design der Rüstungen finde ich eigentlich nicht so cool in Witcher 3. Ich glaube, das hat mir in Witcher 2 besser gefallen. Aber...
von denen, was ich bisher gesehen habe, ist halt die schwarze schon am besten. Ich mag einfach schwarz und das. Ich finde es irgendwie logischer, dass Geralt halt was neu. Naja, gut, es ist auch nichts Neutrales, weil das ist ja. Eine Neumondrüstung, also das gehört auch zu irgendwas. Eigentlich müsste man sich wirklich eine eigene Rüstung anfertigen, damit man halt was Individuelles haben und nicht mit irgendeiner Soldatenrüstung rumrennen oder so. Und das sieht aber schon ganz gut aus. Jetzt passen natürlich die Schuhe nicht mehr so richtig. Aber und die Handschuhe auch nicht, aber insgesamt ist es schon ganz geil. Gerade weil wir auch, ich glaube, wir haben ja auch die Neumond-Hose an, ne? Genau. Das passt gut. Ja, dann würde ich sagen, es kommt schon wieder Regen auf, wie es aussieht. Sehr geil. Und wir müssen dann darüber. Wir werden auf jeden Fall als nächstes dieses Fragezeichen hier lösen. Und dann gucken wir mal, wo diese Jade-Geschichte ist. Die ist irgendwo hier oben, glaube ich. Dass wir das dann logischerweise miteinander verbinden. Aber das machen wir beim nächsten Mal. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.